Hiho und willkommen zurück meine lieben Rollenspielfreunde zu Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Ja, wir sind in der oberen, im oberen Teil des Feuertempels, beziehungsweise in Yagashuras Behausung und müssen uns dort jetzt sein Herz krallen. Keine große Herausforderung. Okay, okay. Verstanden. Ohne dabei auf die Plauze zu kriegen. Ein stinkendes Loch des Blutes. Nun, los, spuck es aus. Denn wir werden eine Spalte unerforscht lassen. So, dies ist schon mal weg. Folgen, was immer ihr wünscht. Ja, im Kohlenbrecken brennt ein starkes Herz. Wie ihr vorsichtig seid, könntet ihr es aus den Flammen heben. Die Flammen erlöschen, dass sie das Herz entfernt. Das Herz ist allerdings noch immer glühend heiß und versenkt einem die Finger, wenn man es berührt. Ja. Schlagendes Herz? Yagashuras Herz. Das riesige schlagende Herz ist so heiß wie glühende Kohlen. Die festen Decken, die es eingeschlagen ist, riechen verbrannt. Es handelt sich um das Herz des riesigen Yagashura und ist für seine Unsterblichkeit verantwortlich. Mhm. Hm, wenn ihr es wollt. Eine Spielpause beginnt. Yagashura besiegen. Ja, neuer Tagebucheintrag. Ich habe Yagashuras Herz aus dem Kohlenbecken entfernt. Es ist hier noch immer noch sengend heiß. Man kann es nur sicher aufnehmen, wenn man es in schweren Stoff wickelt. Ja, irgendwas macht hier komische Geräusche. Kommen wir jetzt auch heil raus oder werden wir abgefangen? Natürlich. Wobei ich ja jederzeit einen schnellen Weg wählen könnte. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Ja, nehmen wir den schnellen Weg. Auf ist ein Sprengsel. Der Geist ist mein Freund. Aber diese alte ja, rasten wir. Ja, verlangt wenn nach es einer das Pause. Ist, was ihr wollt. Gut. Wie war das nochmal? Hier hatten wir Nutzgegenstände drin. Ja. Und hier Questgegenstände. Ach, der Behälter ist voll. Kein Problem. Packen wir einfach mal Heiltränke. Hier in den Rucksack. Geben dir welche. Du kriegst für alle Fälle mal den Köcher. So. Da hast du zwar nur noch zwei Slots, aber du hast immer Bolzen. Ich bin schon erledigt. So, ja, Hira, du packst den Trank. Hier rein. Ja, und wenn wir Tränke brauchen, dann nehmen wir sie uns. Ich werde jetzt nämlich gucken, dass ich peu à peu die konzentrierten Heiltränke aufbrauche. Vor allem im Kampf sie öfter nutze, wie man schon gemerkt hat. Fragt, euer Wunsch ist mein Begehr. So, Kespena, wo bist du? Kespena, stolz, den Großen. Zeig mir. Ja. Heiliges Reckerschwert. Weiter. Oh, große Waffe das. Bisschen übertrieben, nicht? Was ist das? Mütter ist eine hübsche Hedebar. Sehr hübsch. Wenn ihr den Schlangenschacht findet, mache ich sie noch hübscher. Gutes Rezept. Okay. Wühle weiter in den Rucksack. Kann man Platz drin verloren gehen. Habt's keine
Herze vielleicht? Oder wählen sie dich im Käfig? Puh, stinkt's hier. Okay. Ah, der Flegel für alle ja. Kopfgrößen. Sicher, dass ihr... Tasche mit Steinen? Wozu braucht so viele Steine? Für den Kopf? Ja, die Steintasche. Oh, ein Beutel mit Schleuderkugeln haben wir da. Ich habe ein Rezept mit einer Königsträne und 10.000 Goldmünzen. Ich kann den Beutel viel besser machen. Wollt ihr? Sicher, okay, leg los. Bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Ja. Könnte dreckig werden hier. Wunderschön. Sespena geht wieder an die Arbeit. Oh ja. Viele schöne Sachen finden. Ja. Keine große Herausforderung. So, der verschießt jetzt unbegrenzte Anzahl an Schleudersteinen plus 2. Ich warte. Oh, glänzende. Was bedeutet, wir brauchen nie wieder solche Schleuderkugeln eigentlich. Das heißt, ich könnte eigentlich alle Schleuderkugeln plus 2, die ich noch habe, zu Geld machen. Ja. Ach ja, das ist der Wüter. Den sollten wir also aufheben. So, das heißt, ich kann Schleuderkugeln plus 3 benutzen. Und wenn die aufgebraucht sind, habe ich immer noch die immer vollen Beutel. Jetzt hätte ich dann nur noch gerne den immer vollen Köcher. Ja, nun gut. Fragt nur, was möchtet ihr? Blöder Ball. Oh, glänzende. Kespena hat einen Anfall, auch gut. So, dann bring mich aus Saradusch heraus. Die Magie der Ebene kann euch mitten in der Wildnis auf der Straße zu Yagashuras Haus absetzen. Ja. Das ist schon mal gut, da sind wir nämlich wieder hier. Erzählt mir mehr davon. Ich habe die besten Preise diesseits von Kamir. Oh, das ist ein Spruch, den kenne ich noch aus dem ersten Teil. Du hast nicht zufällig noch irgendwas Interessantes. Ja, Heiltränke, ganz normale Heiltränke, die keiner mehr braucht. Schleuderkugeln plus 4, die teuer sind. Nö, eigentlich nicht. Also können wir hier unsere Schleuderkugeln verkaufen. Ich hätte sie auch verbrauchen können, aber was wäre der Sinn gewesen? Harry hat jetzt unendlich viele davon. Keine große Herausforderung. Also können wir die anderen ruhig verkaufen, anstatt sie zu verbrauchen und uns immer damit herumplagen, dass sie aus Versehen die Schleudersteine ausgehen. Ja, von dem Tempel geht immer noch was Böses aus. Auf geht's! Ein paar schmatzende Untote loswerden. So. Hallo Hexe, wir haben dein Herz. Ganz begierig, Niale ist. Oh ja. Habt ihr ihr wertvolles Herz gefunden, Brutkind? Das habe ich vielleicht. Ich habe zwei Herzen hier. Sind es die, die ihr sucht? Nein, ich habe sie noch nicht beide gefunden. Nehmen wir mal die eins. Oh, das ist Nialis Herz. Ja, das ist es. Das Brutkind hat Nialis armes Herz gefunden. Und ja, das ist auch das Herz des Jungen.
Gebt Niadi ihr Herz und sie wird das Herz des Jungen zum Erlöschen bringen. Oh ja, das wird sie tun. Level up. Ja, das ist es. Endlich hat Niale ihr Herz wieder. Niale hatte schon ganz vergessen, wie es sich anfühlt, ein Herz zu haben. Das hat sie. Viele alte Erinnerungen. Sie machen Niale ganz traurig. Okay. Und es ist geschieht. Es ist vollbracht. Es ist ganz einfach. Das Herz des Jungen ist jetzt kalt. So kalt wie das alte Herz seiner Mutter. Ihr werdet meinen Jungen wehtun, nicht wahr? Nein. Nein, was hat Niali nur getan? Mein armer Junge, das Brutkind wird immer wehtun. Niali muss das verhindern. Ich verstehe das nicht. Die Alexa hat ihr Herz zurückbekommen, aber warum ist sie nicht netter zu uns? Was? Oh ja, ich verstehe. Oh, oho. Danke, Bo ist so klug. Kommt, Geister der Lichtung. Kommt, Wesen des Waldes. Wir müssen meine Jungen beschützen. Meinen lieben Yagashura. Ich warte. Nymphen. Vortex-Spinne. Watschelnder. Irgendwas. Noch eine Nymphe. Niale. Ja, was immer ihr wünscht. Ich helfe, wo immer ich kann. Ist was los? Oh, immerhin hat ein Level up. Das ist sehr gut. Was kann ich tun? Zeit aufzubrechen? Das hier ist wesentlich aufregender als jeder. Du zauberst, okay. Da wurde ich erwischt. Zum Glück habe ich einen Quicksave kurz vorher gemacht. Keine große Herausforderung. Ja. Ich warte. Ja? Aber zum Glück habe ich ja ein paar Sachen. Und zum Glück habe ich immer noch das hier. Ganz begierig, Niale ist. Oh, ja. Ja, das ist es. Ja. Die Dienerin der Natur ist bereit. Was kann ich vergessen, wie es sich anfühlt, ein Herz zu haben? Das hat sie. Wie hoch alte Stimme. Eine Waffe. Muss wohl was an. Los, spuck es aus. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ja. Auf geht's. So, ihr beiden, macht mal die Nymphe da hinten kaputt. Wenn ich der Gruppe, ich bin schon erledigt. Wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein soll, benötige ich Heilung? Muss wohl was anderes ausprobieren. Sagt mir, was immer ihr wünscht. Wurde aber auch Zeit. Da kommen Zombies. Das ist nicht, auch nicht so gut. Das ist auf Minsk. Ich schlage zu. Recht frei, aber gerne. Ja, Minsk verrottet gerade. Ah!
Okay, wir haben ein Erdelementar auf unserer Seite. Ich bin bereit. So, das nehmen wir mal von Minsk weg und gut ist alles. Ja, natürlich. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. So, sie trägt einen Heiltrank bei sich. Was ja schon mal interessant ist. Bei den anderen sieht es gerade gut aus, oder? Ja. Schutz vor den Elementen. Hat nicht geklappt, schade.